So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, denn wir wollen wieder einen Community Raid machen mit Rayquaza. Das heißt, Regirock ist weg. Die Leute sind aufgewacht, die haben jetzt wieder Bock, denn Rayquaza ist einfach heftig der Boss. Deswegen werden wir am Donnerstag auch 15 bis 23 Uhr Raids für Zuschauer machen. Aber das ist erst morgen, heute ist heute. Und das heißt, ich mache einen Community-Raid und werde wieder 10 Leute mitnehmen. Erstmal möchte ich euch aber zeigen, wo wir sind, bevor wir zu den Kondern kommen und den Leuten, die wir einladen. Hier befindet sich ein Tor. Das ist das Eingangstor zum Friedhof in Wallraps. Ich weiß nicht, wie das ist. Normalerweise sagt man ja, Friedhöfe und so sind tabu, dürfen nicht eingereicht werden, aber auf jedem Friedhof findest du irgendwo ein Pfarrerdenkmal, was es wert ist, sich mal historisch mit auseinanderzusetzen, oder eine Trauerkapelle, die richtig genial aussieht. So ein Friedhofsbrunnen habt ihr bestimmt auch, kennt ihr sicherlich, würde ich jetzt nicht einreichen. Hier finde ich was, da steht ein schönes Gedicht dran. Das möchte ich euch mal vorlesen. Wir sind nämlich hier in Wallraps bei der Friedhofskapelle. Und irgendwie führen mich die letzten Community Raids immer wieder nach Wallraps. Aber jetzt das Gedicht. Alles still, es tanzt den reigen Mondenstrahl in Wald und Flur, und darüber thront das Schweigen und der Himmel nur. Alles still, vergeblich lauschet man der Krähe heißerem Schrei, keiner Fichte Wipfel rauschet und kein Bächlein summt vorbei. Alles still, die Häuser sind wie Gräber anzusehen, die von Schnee bedeckt inmitten eines weiten Friedhofs stehen. Alles still, nichts höre ich klopfen, als mein Herz durch die Nacht heiße Tränen niedertropfen auf der kalte Winterpracht. Theodor Fontane. So, das war Frohe Weihnachten, stand da dran, also die Friedhofsverwaltung und alles andere wünscht Frohe Weihnachten. Ich war hier noch nie drin, muss ich auch gleich dazu sagen. Ich möchte euch aber unbedingt diesen Anblick noch zeigen von der Trauerkapelle, von der Friedhofskapelle. Das sieht richtig genial aus. Schaut mal, wenn wir hier so angelaufen kommen. Dieses Gebäude, dieses Haus mit dem Kreuz oben drauf, was man jetzt gerade nicht sieht. Erst wieder, wenn man ein Stück weggeht oder zur Seite. So, Grüße gehen raus an Dani der Dicke. Wir gehen jetzt aber hier wieder raus. Nicht, dass wir irgendwelche Gräber noch drauf haben oder so. Und zeigen euch gleich mal die Konda für Rayquaza, die WP-Werde und wen wir einladen, genau. Guckt euch das doch nochmal an, wie genial das aussieht. Hat der Turin eigentlich schon mal auf einem Friedhof übernachtet? Oder gibt es da jetzt Grenzen? Weil er ist ja der überall Penner, der überall übernachtet. Aber das weiß ich nicht. Ja, das kann man auch nicht zeigen. Aber das sieht auf jeden Fall auch wunderschön aus. So, ich stehe jetzt erstmal hier. Beziehungsweise ihr steht hier. Ich habe mich nämlich jetzt hier abgestellt auf so einem Holzhaufen. Hinter mir hier, das ist alles der Friedhof. Da vorne steht die Karre, das ist die Friedhofskapelle. Und ihr steht jetzt auf diesem Holzbalken, würde Natururin sagen. Und dann wollen wir ganz kurz reingucken auf die Konda von Rayquaza und wen wir einladen. Ich habe im Community-Tab bei YouTube wieder den Raid gepostet. 11.15 Uhr Rayquaza Community Raid. Die Koordinaten stehen auch dabei, falls jemand vor Ort mitmachen möchte. Wir haben 21 Kommentare. Wir gehen mal hier runter. Das heißt ja immer, gebt euren Namen und euren Trainercode mit an. Das ist wichtig, weil ihr wisst ja gar nicht, mit welchem Account ich euch einlade, und gleiches Recht für alle. Falls einer einen Platz nicht kriegt, weil er noch beschäftigt war, seinen Trainercode abzuschreiben, und ein anderer sagt einfach, ich, sind befreundet, fertig. Eigentlich wirklich, so wie es da steht, das ist eigentlich wichtig, da müssen wir uns dran halten. Wenn ich danach gehe, haben wir Miku, Jenaya, Henry Niki. Ja, da wird schon gemeckert, dass er sich richtig eintragen muss. Deswegen, ich muss leider der Mehrheit zustimmen. Wenn die anderen es so machen, dann macht es bitte auch so. Die sind alle befreundet. Trotzdem machen sie das so, wie sie es machen sollen. Miku, Jenaya, Henry Niki, Kaiser Kai, Borki sind 5 auf dem einen. Dann Badhead, Aluhut,
Diamond Virus, Gussi Darit, aha, Bizza fällt auch raus. Und dann haben wir Matzofix und schon haben wir 10 Leute. Da könnt ihr jetzt wieder meckern und schreien und ausrasten. Ich werde heute eh noch einen zweiten Rayquaza-Raid in die Raid-Gruppe posten. Da könnt ihr mitmachen oder morgen Raids für Zuschauer. Rest leider nicht dabei. Das heißt, das sind die 10, die ich einladen werde. Und ich habe vergessen, hier sind doch die Konter. Erstens steht da alles zu dem Event. Dann habt ihr eine Übersicht zu Rayquaza. 21, 91 und 27, 39. Das Ding ist vom Typ Drache und Flug. Das heißt, Eis ist doppelt effektiv, beziehungsweise hat es eine Vierfachschwäche gegen Eis, weil Eis gegen Flug, Eis gegen Drache. Nehmen also am besten Eis, Konda, Eis, Pokémon. Ihr könnt sogar Mewtwo nehmen mit Eisstrahl. Auch wenn das kein Eis-Pokémon ist und nicht Same Type Attack Bonus hat und alles. Aber nehmt halt Marmutell, nehmt Glaciola, nehmt Mega für Nundo steht hier oder Galaflampivian als Eisangreifer. Wenn ihr ein Krypto-Marmutell habt, ist das wohl das Beste und Krasseste, was ihr nehmen könnt. Mega Rexblizzard steht hier gar nicht drauf, aber Mega für Nundo, ich denke mal Mega Rexblizzard, wer das hat und anmachen möchte, für ganz viele Raids in Folge wäre auch eine super Sache. Ansonsten, ich werde wahrscheinlich Marmutell nehmen oder mal meine Flampivian ausprobieren. Gleichzeitig sind hier im Community-Tab auch die Konter für Mega Latias, die Konter für Mega Latios. Und eine Übersicht, welche Raids es sowieso momentan gibt. Aber ich glaube, von allen Raids, die hier sind, machen 99% der Leute Rayquaza-Raids. Weil was anderes braucht man einfach nicht. So. WP 21,91. Wetterboost dürfte es jetzt nicht hier sein. Ich denke mal 21,91. Merken wir uns. Gehen zurück. Sehen, in 12 Minuten geht er auf. Ich werde jetzt hier mich irgendwo positionieren, die Leute adden, eintragen und dann sehen wir uns gleich im Raid. Und ob ein Shiny dabei ist. Was der jetzt wohl denken wird. So, ich habe mich jetzt mal hier auf den Bordstein gesetzt. Das heißt, ich sitze hier, da sind die zwei Handys und weiß ich nicht, ich habe das irgendwie sonst im Park, habe ich mich beim Park immer irgendwo so an den Rand gesetzt und das war voll entspannt. Und es ist richtig schönes Frühlingswetter, deswegen setze ich mich jetzt einfach auf den Bordstein. Versuche jetzt aber den Raid zu machen. Deswegen werde ich jetzt schon mal auf die Arena gehen. Es ist jetzt auch 15, das heißt, wir dürfen jetzt einladen, machen eine private Gruppe. Fett, schick, grün ist der Gruppencode. Jetzt gehe ich hier drauf und lade die Leute ein. Da haben wir Kaiser Kai, Miku Borgi, Henry Shenaya und auf dem anderen Handy haben wir Badhead, Diamond Virus, Gussi Darit, 1, 2, 3 Kit und Matzofix. Und jetzt gleich dazu was. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euren Trainercode mal angebt. Ich habe die ersten 5 Leute mir auf meinen Hauptaccount geschrieben, bin also in meine Freundesliste und habe die ersten 5 eingegeben oben, in die Zwischenablage eingefügt, damit ich die jetzt einfach einfügen kann und habe die. Mit dem zweiten bin ich hin und wollte die zweiten 5 nehmen. Matzofix ist auf dem Hauptaccount befreundet, war aber nicht auf dem Samyang befreundet. Bevor ich jetzt immer alles ummodeln muss und mir wieder andere aufschreiben, habe ich ja zum Glück Matzofix seinen Trainercode und konnte den mit dem Samyang-Account einfach adden, mir trotzdem aufschreiben. Und weil er angenommen hat, konnte ich ihn jetzt auch einladen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euren Trainercode angebt. Ihr wisst nicht, mit welchem Account ich einlade. Einer sagt, jo, sind schon befreundet, weil der einen davon hat. Ihr wisst aber nicht, mit welchem von den beiden ihr eingeladen werdet. Deswegen gebt zur Sicherheit immer euren Trainercode an. Und selbst wenn ihr beide habt, macht euch trotzdem die Mühe wie der Rest. Eine Ausnahme gab es noch beim 123-Kit. Der Aluhut hat sich eingetragen mit Trainername, mit Code. Der hat also alles richtig gemacht. Das war sein Platz. Den hat er sich gesichert, hat mir dann aber geschrieben, er gibt den ab an 123-Kit. Wenn er das selber so bestimmt hat, ist das okay, dann machen wir das so. Hier auf dem Samyang habe ich jetzt lauter Marmutell drin und ein Bruder Lander an erster Stelle. Auf dem Main-Account seht ihr Flampivian, 5 Stück und unten ein Gardevoir. Und da ist jetzt leider kein Krypto-Marmudel dabei, aber ist egal, wir sind 15 Leute. Ich hoffe, alle, die eingeladen wurden, sind drin. Und halt dann noch ein paar andere.
Und dann gehe ich schnell nach Hause, dann mache ich schnell das Video fertig. Dann poste ich heute noch meinen zweiten Raid, weil ich gestern den Pass nicht gemacht habe. Ich habe mir den extra aufgehoben. Ich habe schon ein 100er Rayquaza auf Level 50, aber ich habe auch ein zweites 100er Rayquaza. Das möchte ich jetzt vielleicht auch auf Level 50 ziehen. Deshalb brauche ich ein paar XL für das zweite. Und auf dem Weg zu den XL habe ich nichts dagegen, wenn dann noch ein paar Shinies bei rumkommen. So. Das ist eigentlich alles. Ich kann es also gemütlich angehen lassen bei Rayquaza. Morgen, wie gesagt, Raids für Zuschauer. Und dann ist das Ding gegessen. Hier haben wir 21,60. Hier haben wir 21,58 gehabt. Wir lassen das mal kurz so durchlaufen. Eine Zeit drücke ich mal hier. Schau mal, ob der Kleine vielleicht einen Shiny hat. So, Shiny ist es nicht. 21,58. Dann nehmen wir das jetzt hier, weil jetzt wird's ernst. Henry Nicky, letzter Angriff, Matzo Fix, Stylish, Badhead, Reisender, Bloodentier, Starläufer, Samyang, reichlich Freunde. 21 Bälle und 21,60. 21,91 ist also der 100er Wert. Wir machen es jetzt mal umgedreht. Castor hat gesagt, dass Ash damals, wenn er gekämpft hat, er hat seine Mütze eigentlich immer so aufgehabt und wenn es ernst wurde, hat er die dann rumgedreht. Wir machen es jetzt andersrum. Wir haben die Mütze so. Und jetzt, wo es ernst wird und es ins Fangen geht, drehen wir die um, dass es noch bescheuerter aussieht. Nehmen eine goldene Beere, versuchen den Kreis irgendwie einzustellen, mal drauf zu werfen. So, der Kreis dürfte von der Größe her so richtig sein. Jetzt brauchen wir nur noch das passende Timing. Oder auch nicht, weil er ist einfach schon drin. Rayquaza ist halt wieder so ein Ding, was ein bisschen unruhig ist, ja. Rayquaza zappelt viel, bewegt sich viel, macht viel Angriff, fliegt hoch, runter, alles. Also fand ich Groudon schon besser, Kyogre ist aber noch schlimmer. Rayquaza ist so ein Mittelding. Wenn ihr genügend Bälle habt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und gleichzeitig seht ihr auch, hat er jetzt diese neue Attacke. Breitseide, wie gut Breitseide ist, könnt ihr hier mal da reinschreiben. Ansonsten noch ein bisschen angeben hier, indem ich Rayquaza eingebe, den Horst of Death drauf mache und dann zeige, dass wir hier ein 100er auf 50 haben mit Drachenrude, Wutanfall und Orkan. Das können wir jetzt hier reinhalten fürs Thumbnail und dann zeigen, dass wir hier ein zweites 100er haben auf 40. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch hochziehen. Gegen Shinies habe ich nichts. Ich habe nämlich nur noch ein Lucky Shiny übrig und ein normales. Alle anderen sind schon weggetradet. Ist ja immer gutes Tauschmaterial. Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten genießt das Frühlingswetter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.